Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mal ein bisschen anders anfangen. Ich bin der Meinung, die Hauptursache, die die großen Energieriesen in Finanznöte gebracht haben, ist nicht die verschlafene Energiewende, nicht hauptsächlich, es ist die verpasste Digitalisierung. Warum? Naja, große Strukturen, große Unternehmen haben nun mal ein gewisses Risiko, an altbewährtem etwas zu lange festzuhalten, sich nicht auf neue Entwicklungen einzulassen, auch vielleicht etwas zu träge zu sein. Die Physik kennt dieses Prinzip übrigens auch in dem Trägheitsgesetz. Ein Körper verharrt so lange in seinem Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung, solange die Summe aller auf ihn einwirkenden Kräfte null ist. Mit anderen Worten, eine Änderung des Bewegungszustands ist immer über die Ausübung einer Kraft von außen erst möglich. Die Energieversorger stehen auf der ganzen Welt schon Jahre anderen Kräften von außen gegenüber. Die haben sie verändert, sie stehen vor Herausforderungen. Das sind zum Beispiel, Verbraucherinnen und Verbraucher verlangen immer mehr zugeschnittene Lösungen. Denn was wir als Kundinnen und Kunden ja eigentlich brauchen, ist eine warme, eine beleuchtete Wohnung, ein laufender PC, ein kalter Kühlschrank fürs Bier und nicht so sehr das Produkt Strom oder das Produkt Gas. Das heißt, darin liegen die zukünftigen Ausrichtungen von Unternehmen. Und eine weitere Herausforderung, die Erzeugung, liegt nicht mehr nur noch in der Hand weniger großer Unternehmen, sondern mit den erneuerbaren Energien und einer Entwicklung zu kleineren, flexibleren fossilen Anlagen sind immer mehr Stromerzeuger am Markt unterwegs. Diese Entwicklung sehen wir auf der ganzen Welt und nicht ausschließlich in Deutschland. Und um Deutschland herum hat es als Antwort darauf schon intelligente Vernetzung von Erzeugung und Verbrauch gegeben und Einzug gehalten. In Italien, Skandinavien, den Benelux-Staaten, den USA und vielen weiteren Ländern kommen nicht nur intelligente Zähler zum Einsatz, sondern intelligente Verbrauchssteuerung, eine Lastspitzenabsenkung und auf Verbraucherinnen und Verbraucher zugeschnittene Lösungen sind dort gang und gäbe. Und was ist in Deutschland? In Deutschland haben wir gleichzeitig immer noch bis zu 100 Jahre alte Zähler in unserem Keller und unsere Energieversorger setzen auf alte Kraftwerkstechnik. Sie lassen sogar verlautbaren, dass es ohne die alte konventionelle Technik niemals gehen wird. Ich sage Ihnen dazu, auch vermeintliche Experten können sich irren. 1995 sagte Bill Gates, das Internet ist nur ein Hype. Das einfach als Vergleich. Noch Ende der 80er Jahre redeten die großen Energieversorger der Bundesregierung und irgendwie uns allen noch ein, technisch sei es nicht möglich, mehr als 4% erneuerbare Energien im deutschen Strommix zu haben. Sie sind eines Besseren belehrt worden. Und den gleichen Leuten sollen wir nun heute glauben, eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien sei technisch nicht möglich. Ich finde, eine solche Einstellung ist technikfeindlich und wir Grünen glauben an die neuen Technologien und setzen uns für sie ein. Nun, eines der vier großen Energieversorger schickt sich jetzt an zu beweisen, dass es den Dreh noch bekommt. E.ON will sich auf die Zukunftsbranchen konzentrieren und das sind die von mir eben genannten, die erneuerbaren Energien und Kundenlösungen, eine Digitalisierung. Das Signal, was davon ausgeht, finde ich zunächst positiv. Stellte doch Vorstandsvorsitzender Theissen bei der Pressekonferenz am Montag fest, die neuen Bereiche sind die, die schneller wachsen. Und Wachstum, Herr Brockes, ist ja eigentlich bisher immer was gewesen, was die FDP gut fand. Dass Sie jetzt an dieser Stelle die größte Skepsis haben, finde ich schon erstaunlich. Und mit diesen Wachstumsbereichen möchte die bekannte Marke E.ON nun verbunden werden. Und Herr Kufen, auch Ihnen möchte ich noch mal sagen, natürlich ist es eine wirtschaftliche Entscheidung von E.ON. Erneuerbare sind die Zukunft, das hat E.ON verstanden, nur leider Ihre Bundesregierung immer noch nicht. Und zum Thema, ich würde hier Vorschriften machen. Ich würde es persönlich den anderen Großunternehmen für ihr eigenes Überleben und auch die von Ihnen betroffenen Menschen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wünschen, sie würden sich ähnlich zukunftsfähig ausrichten und ähnliche oder weitergehende Zukunftsentscheidungen treffen. Aber, und das haben wir eben auch schon mal gehört, mit dieser Entscheidung alleine geht noch nicht ein weiteres Kohle- oder Atomkraftwerk schneller oder früher vom Netz und es werden auch keine Arbeitsplätze damit reduziert. Auch das haben wir eben in der Diskussion schon gehört. Und eine Besorgnis bleibt trotzdem bestehen. Die Frage ist, stiehlt sich eventuell ein Unternehmen aus der Verantwortung,
das es eben hat, wenn jahrzehntelang mit Kohle und Atom viel Geld verdient wurde, aber nun beim drohenden Ende unabsehbare Kosten anfallen? Denn mit Kohle und Atom wurden Milliarden verdient in den letzten Jahrzehnten, und zwar auf unsere aller Kosten. Und das darf nicht noch weiter ausgeweitet werden. Ich bin erfreut, dass wir mit dieser Besorgnis nicht alleine sind und CDU und auch Piraten sie mit uns teilen. Die Sorgen der FDP sind hier an dieser Stelle, finde ich, jenseits von Gut und Böse. Sehr geehrte Damen und Herren, so sehr eben einzelne Aspekte der Entscheidung von E.ON noch nicht klar in ihren Auswirkungen sind, das werden die nächsten Jahre erst zeigen und den Befürchtungen auch politisch zu begegnen ist. Ich wünsche E.ON viel Erfolg mit dieser Entscheidung. Ich wünsche der neuen Gesellschaft viel Erfolg beim Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Und ich finde, dass E.ON der Großen Koalition zeigt, wo die Zukunft liegt, wo Wachstum notwendig ist und passiert, in der Digitalisierung der Energiewirtschaft von intelligenten Netzen und Lösungen und bei den erneuerbaren Energien. Es wäre endlich an der Zeit, dass auch die Große Koalition die Kurve kriegt. Denn der Stillstand, den wir aktuell erleben, der kostet uns alle Innovationskraft und Arbeitsplätze in Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Und damit muss Schluss sein. Wir brauchen endlich eine echte Energiewende, die angegangen wird. Herzlichen Dank.